also Meteor, der eingeschlagen ist und dafür gesorgt hat, dass der ganze Dampf erst entstanden ist. Drohne. Mhm. Kriegen wir auch nochmal so ein Lasergewehr? Das wäre toll. Oh, und lass mich raten, nur diese Strahlendrohne. Oh, Schrott. Die Kisten jetzt zerstören können. Ich hätte nur einfach ein, zwei Mal mehr draufschlagen müssen. Also je höher wir kommen, desto härter wird alles. Alle Gegner, aber auch anscheinend stinkt nur noch mit Kisten. Da, Kiste, kann ich nicht. Aup. Yep. Mm. Da. Das, ja, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Shortly after the island wars ended, seismologists trace a huge earthquake on the high seas of Mount Evaporum, 450 miles south of Capitol Island. Ja. Besser. The capital suffered one of the worst tsunami hits ever recorded. At first we feared the rebels, or rather some isolated unit was still operational, trying to launch something big at us, not knowing the war was already over. Investigation of the area proved intriguing. It was not the rebels, it was a meteor sitting on the seabed. It had to have been there for centuries, lying in silence without anyone noticing. But then somehow it must have cracked open, releasing huge amounts of energy into the sea. We found the meteor core leaking into the water, causing it to boil and bubble, exuding steam from the surface. That began to explain the ever-present vapors in the area, a mystery we had previously had no answer to. But it was not the heat that caused this, it was... I will never forget the sight. Well, obviously I did forget it somehow. Nothing. Machst du? So, kommst du auf die andere Seite. So weit komme ich nicht. So, Energie aufladen. Und wenn die beiden gleich kommen, stürme ich einfach auf die zu. Und mach alle beiden Attacken hier. Das ist gut Schaden. Und dann selber... den noch und holen wir Energie von denen. Das wird eng mit dem Pool hier unten. Aber das ist dann halt so. Die Kisten helfen mir hier gar nicht. Also weil die Laser gehen da komplett durch. Das heißt, ich kann mich nicht hinter den Kisten hier verstecken. Also können die auch weg, sonst stehen sie nur im Weg. Was Produktives zu tun, während ich auch warte, dass sich der Energiepool wieder auffüllt. Mhm. Haben wir hier überhaupt noch irgendwas? Ich bin ja gleich zum Schalter gelaufen, hab den einfach geklickt, aber ist hier noch irgendwas Sinnvolles? Nö. Da geht es dann später weiter. Hier ist der Schalter. Na gut, also einfach ran und brutzeln. Haben die sich gegenseitig schon? Das ging schneller als gedacht. Dadurch ist die Tür hinten aufgegangen.
das nicht machen. Also war es wohl die Tür da hinten. Ich glaube, ich höre den Kern jetzt auch singen. Das ist das Problem bei denen hier, die blockieren hier immer wieder Felder. Diese Pumpe. So, Schutztür 1. Hat ein Zahnrad drin. Schutztür 2 nicht. Also wenn wir irgendwie die Wand hier sauber aufbekommen könnten, könnte man das Zahnrad von hier rausnehmen und dann irgendwie außen rumlaufen. Das wäre dann die Wand da. Das sind 2, 3. Ah ne, er kann nur darüber schießen. Ja, macht Sinn. Geh weg. So. Ja, genau, lass ihn kommen. Aussaugen, schießen, weglaufen. 108er Crit, schön. Hier ist gut. Ein kleines bisschen Energie. Ich will nicht meine schönen Repair-Packs alle verbrauchen. Bei den letzten Minuten gab es nicht so wirklich viele davon. So, down, ausruhen. Oh, nee, das ist nur ein Kolben. C. Oh, Repair Pack. Ne, 2 Kugeln. Hab ich ein paar mehr reingejagt in die als 2. So, jetzt. Timer. Nö, kein Timer. Rostiger Schlüssel. Hier ist alles rostig. So, ich kann dich nur schieben. Aber ich werde dich nicht einfach so blind schieben. Großer. Oh, was? Nein, tot.
Repair-Pack aktivieren. Ja, tot. Was für tot. Also ein großer Hammer, noch ein Säurespucker und ein Elektroding und davor waren es auch schon ein so ein Fliegebot und noch ganz viel anderes Zeug. Da vielleicht erst rein, wenn man... Was? Och nö. Hab ich hier abgespeichert? Was, die muss ich noch machen? Der da. Okay, du bist down. Kann auch überschießen, ne? Ja. Auch mal ein schöner Aussicht, sonst schießen die immer über die Löcher rüber. Also nicht die hier, sondern eher die Kanonieri-Roboter da. Zu früh, aber wenn ich später mache, dann können die ja noch schießen. Na, es geht, es ist knapp, aber es geht. Nur versuchen zu schießen. Ja, das wäre dann zu viel. So, her damit. Was hat der jetzt gemacht? Also der Weg zurück ist jederzeit frei. Das ist vielleicht eine wichtige Information. Hier war jetzt eine Kiste, die ich am Anfang nicht schieben wollte. Ich glaube, das ändere ich jetzt doch mal, weil... dieser andere Raum da doch recht gefährlich zu sein scheint. Da müsste was rein. Hier. Wo war jetzt die Kiste? Hier. Okay, speichern. Oh, nee, ich wollte gerade sagen, da kommt was. Also die Kisten kann ich eventuell hiermit zerstören, ja. Und dadurch kann ich das Ding trotzdem nicht um die Ecke ziehen. Und ich kann auch nicht da rein, um es so zu ziehen. Das heißt, ich müsste hier die Wand irgendwie aufbekommen. Wände checken. Wobei ich hier, wenn hier irgendeine von den Nieten eine Schalter ist, das wäre zu gemein. Ja. Ne. Oh, da ist ein Loch. Tihi. Zack.
Hat er gerade daneben geschossen? Ich würde gerne. Komm. Für eine Kiste, in der... Puh, zwei Adama. Oh, ja, gleich doppelt so stark. So was von hier damit. Durchbruch. Ich habe einen Durchbruch erzielt und... Und einige einfache Worte aus den Gesängen des Kerns entschlüsselt. Ich verstehe jetzt, was er will, was er fühlt. Wir müssen alles Nötige unternehmen, um ihm zu folgen. Er ist uns in Sachen Intelligenz und Realitätsverständnis weit voraus. Er kann uns an Orte bringen, von denen wir nicht einmal geträumt haben. Aber niemand kann ihn verstehen. Diese Narren wollen nicht auf mich hören und sie halten mich für den Verrückten. Ich setze meine Hoffnung auf Laura Reich, die führende Stofffeldforscherin. Sie scheint von meiner Entdeckung fasziniert zu sein, aber sie genauso durch ist. vielleicht kann ihr Einfluss ein paar Meinungen beeinflussen und meinen Nachforschungen Glaubwürdigkeit verleihen. Okay, also Liam ist quasi der Erstinfizierte, der durchgedreht ist. Und der hat dann Laura irgendwie auch davon überzeugt und die arbeiten jetzt alle für den Kern und dadurch ist das alles nach und nach den Bach runtergegangen. Du kommst wieder mit. Jetzt kommt der Todesraum. Was mit der Tür da hinten? Ach, die braucht den rostigen Schlüssel. Die können beide auf einem Feld stehen. Also Spinne unten und Fliegeding oben. Das heißt, wir könnten später vielleicht sogar mit mehreren Spinnen und mehreren Fliegedingen auf einmal konfrontiert werden. So, und jetzt gab es gleich den Schalter und dann kamen nochmal drei Gegner. Also ich denke, ich gönne mir jetzt eine Repair Pack. Zumal es hier auch ein neues gibt. So, den Schalter hier drücke ich noch nicht. Ich will erstmal mir mehr die Umgebung angucken. So, um die Kiste und den Schalter da hinten geht es als nächstes. Nachdem wir den Schalter hier gedrückt haben und die drei Gegner gekillt haben. Oh, oder den. Das ist eine richtige Arena hier mit wellenweise Gegner reinwerfen. Aber okay. Safe und das Ding da machen.